Schönen guten Hallo, ich zeige euch mal den Weg durch das Sonnenbrunnenplateau. Als erstes finden wir uns in einem großen Hof mit hohen Mauern und einem unnötig langen Weg zum ersten Boss wieder. Hier könnte man jetzt einfach nach links über die schmale Mauer, aber das wäre ja zu einfach. Stattdessen gehen wir den langen Weg. Aber hey, immerhin kann man hier aufmounten und das scheint auch irgendwie keinen zu stören. Der erste Boss ist Kelloggs. Oh, warte. Der erste Boss ist Kalekgos. Dieser ist vom Dämon Sacksofa. Ich nenne ihn jetzt Sacksofa. Dieser ist vom Dämon Sacksofa verdorben und die beste Möglichkeit, ihm zu helfen, ist, die Scheiße aus ihm rauszuprügeln. Sobald er low genug ist, können wir Sacksofa persönlich umhauen und Kalekgos ist befreit. Auch wenn da steht, dass wir Kalekgos besiegt hätten? Oder haben wir vielleicht in Wirklichkeit Kalekgos getötet und Sacksofa hat gewonnen? Egal. Jedenfalls fliegt er schon mal in Richtung Todesschneise, um uns im Kampf gegen den nächsten Boss zu helfen. Madrigosa ist uns hier zuvorgekommen und versperrt uns mit einer Eiswand den Weg, durch die man einfach durchlaufen kann, wenn man schnell genug ist. Das macht sie nur, weil sie von Brutalos noch Antworten haben möchte, bevor wir ihn beseitigen. Was ist mit Kalek geschehen? Komm, ey, lass mich das machen. Mickrige Echse! Tod ist die einzige Antwort, die du hier finden wirst! Ernsthaft, ich hab das schon ein paar Mal gesehen, das geht nicht gut aus für dich. Du wirst mir sagen, wo sie sind. Ist okay, ignorier mich einfach. Ich werde dich zerquetschen! Malikos, mein Lord. Tja, ich hab's dir gesagt. Kommt und versucht euer Glück! Willst du mich verarschen? Ich stehe direkt neben dir! Ihr könnt Brutalos jetzt töten, dürft aber doch nicht weiter, weil Feuer den Weg versperrt. Also eigentlich könnte man da locker durch, aber unsere Chars sind genauso lost wie Pokémon-Trainer, wenn ein Busch im Weg ist. Jetzt muss man erstmal warten, bis das ätzende Blut von Brutalos in die Leiche von Madrigosa eindringt und daraus der nächste Boss aufersteht. Das Klappergestell fliegt jetzt noch eine kurze Ehrenrunde, bevor wir es umhauen und jetzt kommt Kalekgos erst, um uns zu helfen. Madrigosa hat ein besseres Schicksal verdient. Ihr habt getan, was getan werden musste. Doch diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Laber doch nicht so eine Scheiße! Jetzt kommst du erst! Jetzt, wenn der Kampf vorbei und Madrigosa tot ist! Du hättest ruhig mal früher helfen können! Wo warst du überhaupt die ganze Zeit? Von der Plaza bis hierher sind es nicht mal 10 Sekunden Luftlinie! Warst du doch schnell kacken oder was hast du die ganze Zeit gemacht? Oder bist du wirklich noch Sacksofa und lässt uns nur im Glauben, du wärst Kalekgos, während du versuchst, uns zu manipulieren? Egal, jetzt können wir ja erstmal weiter. Kloppt euch durch bis zum Sanktum der Hexe, wo zwei Bosse auf euch warten. Elend, Leid, Verwirrung, Hass, Misstrauen, Chaos. SpongeBob! Hört auf, den Bossen auf die Hufe zu gucken und klatscht sie um. Derek. Manuel. Verreck endlich! Kloppt euch weiter durch Kritzelfitzels Cousins und braven Hundis und ihr steht vor Mhuru. Immerhin einer hier, der die Fresse hält. Haut ihn um und oh mein Gott! Übertreib halt! Nach dem Auftritt ist Mhuru zu Entropius digitiert, aber das hilft ihn auch nicht weiter, wenn wir ihn in Sekunden ausweiden. Jetzt geht ein Rundgang nach unten zum Sonnenbrunnen, der von zwei Wächtern bewacht ist, die man einfach umgehen könnte, wenn man hier runterspringen dürfte. Also, mal ehrlich. Entweder sind die Wege hier richtig scheiße gestaltet oder unser Charakter ist absolut kernverblödet. Spring einfach runter, du Trottel! Unten angekommen, töten wir die drei Mobs und killt jeden, taucht auf. Ja, den spricht man in Deutsch leider wirklich so aus. Sobald wir über Kelljeden triumphiert haben, wird diese gesamte Welt in eurer Schuld stehen. Ach, und ratet mal, wer jetzt wieder helfen will. Du bist so nutzlos, Kalekgos. Guckt euch das an, der macht nicht mal Schaden, wenn er's versucht. Oder ist es doch Sacksofa und er macht mit Absicht keine Schaden, damit wir in die Irre geleitet werden. Egal, so oder so killen wir jeden am Ende. Mit Glück droppt er einen legendären Bogen und ihr könnt euch nach Bedarf noch einen ewigen Monolog anhören. Adieu, Anvena, meine Liebe. Leute, ich bin hier oben. Nur wenige werden sich an deinen Namen erinnern. Ihr könnt mich ganz einfach runterholen. Euer Sieg wurde schon vor langer Zeit vorhergesagt. Holt mich hier runter! Der qualvolle Schrei der Niederlage meines Bruders. Hallo! Erlösung, mein Kind. Sie erwartet uns alle. Außer für mich, oder was? Lebt wohl. Wollt ihr mich verarschen? So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo, dann zeigt es eure Geld. Und wenn nicht, dann nicht. Ciao, rein.